Wie hat dein Vater die Nachricht aufgenommen, dass du meine Einladung annimmst? Wir sollten nicht über meinen Vater reden. So schlimm? Kann ich verstehen. Meine Ex-Frau und mein verärgerter ehemaliger Bediensteter vermitteln sicher kein sehr unbefangenes Bild von mir. Doch du bist neugierig, aufgeschlossen. Das ist wichtig. Riest, Miest, macht weiter. Lasst euch nicht stören. Wenn ich ehrlich bin, Loki, hast du Glück, dass meine Einladung noch gilt, nachdem du Tyr befreit hast. Aber mit ihm Zeit zu verbringen, ist vermutlich Strafe genug, oder? Mimir hat wenigstens seinen Humor nie verloren. Aber das liegt jetzt alles hinter uns. Ich ziehe es vor, nach vorn zu blicken. Hey, ihr sollt sie trainieren, nicht enthaupten. Schläge nur unterhalb des Halses, ja? Ist das hier immer so, wenn ich nicht da bin? Allvater. Königin Gnau? Die Einherjar sind bereit für deinen Segen. Deshalb bin ich ja hier, oder? Es gibt wohl eine neue Walkürenkönigin. Großartige Soldaten, diese Einherjar. Aber wenn sie aus Valhall kommen, sind sie oft etwas benommen. Ich tue für sie, was ich kann. Helfe ihnen, sich an ihre Rolle im Leben zu erinnern. Das ist wichtig, meinst du nicht? Zu wissen, wer man ist. Es gibt allem eine Bedeutung. Münzinappen, Rotgar. Münzinappen, Gorm. Münzinappen, Jana. Gut, weiter geht's. Die Bücher, gut. Die sind für ihn. Ich hörte, du bist ein eifriger Leser. Das sind nur einige Bände aus meiner persönlichen Sammlung. Danke. Jürgen, ich hoffe, ich rieche da keine Pilze. Also, ich weiß das Angebot zu schätzen, aber ich weiß nicht, was du von mir erwartest. Im Moment bist du nur zu Besuch, Loki. Ein Schritt nach dem anderen. Schön langsam, Karl. Bei allem Respekt, du musst wissen, ich wollte hier lernen, nicht dienen. Noch ein Diener ist das Letzte, was ich brauche. Ich brauche jemanden mit Motivation, mit Neugier, der die Initiative ergreift. Sieht gut aus. Ist das geschmort? Aber warum ich? Weil ich ein Halbriese bin? Glaubst du? Das ist Tor auch. Erwin, versuch wach zu bleiben. Für mich? Na gut, aber... Hör zu, denk nicht viel drüber nach. Ich habe ein Projekt, das dich interessieren könnte. Eine große Chance, etwas zu lernen. Für uns beide. Was ist mit meiner Familie, meinen Freunden? Ich muss sicher sein, dass niemand verletzt wird. Warum sollte ich jemanden verletzen? Ich habe von Anfang an nur um Frieden gebeten, wie du weißt. Du bist jetzt hier. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Alles wird gut. Dein Zimmer ist schon nah. Mein Zimmer? Ja, gleich dort. Du kannst kommen und gehen, wie du willst. Nimm dir, was du brauchst. Sieh dich um. Du bist nicht mein Gefangener. Und worauf es ankommt, ich bin nicht dein Vater. Allvater, es gibt ein Problem, das der Lösung bedarf. Sif, du hast unseren neuen Hausgast noch nicht begrüßt. Sag Hallo zu Loki. Das ist er? Hier? In unserem Heim? Wie nett. Meine Diplomatin, alles in Ordnung im neuen Midgard? Den Flüchtlingen geht es gut. Das Problem sind die Zwerge. Du weißt schon, wer ist zurück. Irgendetwas ist immer. Leg die Bücher weg. Wir haben noch etwas zu tun. Klar. In Ordnung. Ich bin hier. Wo ist er? Gleich da drüben, mein Vater. Ja. Hallo. Ist lange her. Was gibt es jetzt für ein Problem? Gar kein Problem, wenn man instabile Todesfallen bauen will. Ich habe diese Entwürfe persönlich genehmigt und das schon vor längerem, wie ich sagen muss. Hattest du heute nur Lust, mir auf die Nerven zu gehen? Ja. Ist der Kleine. Bildest du Taschendiebe aus? Weißt du was, Dürlin? Du stinkst nach billigem Met. Und das ist noch deine liebenswerteste Eigenschaft.
allemal hergehört. Hier spreche ich, eure gesamte Wirtschaft. Ihr sollt wissen, dass ich Vertrauen in euch habe, dass ihr mir diese Maschinen wie versprochen liefern könnt. Pünktlich, kostengünstig und natürlich sicher. Die Zwerge haben mich nie im Stich gelassen und sie werden jetzt nicht damit anfangen. In Ordnung? Gut. Bürokraten. Gut, ich gönne dir erstmal eine Pause. Wenn du an die Arbeit gehen und Antworten finden willst, komm in mein Arbeitszimmer den Flur runter. Oh, und nimm dir ruhig neue Kleidung. Gut ausgestattet. Wo fange ich an? Es mal anprobieren. Ist zumindest weniger dreckig. Loki, stimmt's? Ich muss sagen, die Ironie daran ist mir nicht entgangen. Das war sein Zimmer, weißt du? Seins? Von meinem Bruder. Dein Bruder? Modi. Ah, dein Bruder. Wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Aha. Jetzt gehört's dir. Viel Spaß. Through Toast, Dottir. Entspann dich. Du musst in recht kleine Fußstapfen treten. Wir sind ohne ihn besser dran, Loki. Glaub mir. Kommst du mit? Du brauchst noch dein Schwert. Das richtet jemand her. Also, Es ist neu. Mein Schwert ist einzigartig. Das. Mein Vater gab es mir für die Walkürenausbildung. Die Walkürenausbildung? Willst du darüber reden? Ich wollte gerade zur großen Halle. Aber wenn du zu tun hast, ist Großvaters Arbeitszimmer die Treppe runter. Auch gut. Komm vorbei, wenn du zurück bist. Wie wird man eine Walküre? Zuerst trainiere ich, bis ich richtig gut bin. Dann warte ich, bis Großvater es bemerkt. Und dann müssen er und Vater Mutter überzeugen. Weißt du, mein Vater und ich, wir trafen auf einen ganzen Haufen Walküren. Moment, was? Wo? Du musst mir alles erzählen. Versprochen. Mutter, kennst du schon Loki? Ach, jetzt hat er dich damit reingezogen. Wo reingezogen? Ich bin nur freundlich. Ist das nicht Diplomatie? Du weißt schon, wer das ist, oder? Was sein Vater getan hat?
Warum will er ihn nur hier haben? Mutter, komm schon. Du bringst mich in Verlegenheit. Wir reden später darüber. Je weiter in ihrer Nähe darüber redest, du Vollidiot. Nein, 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 ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Ich schenke dir was. Lass es. Ich schlage vor, du erledigst dein Anliegen mit dem Allvater. Es tut mir leid. Mütter, hm? Willst du dich noch ein wenig umsehen oder musst du wirklich an die Arbeit gehen? Als wäre der Honig verdorben. Honig verdirbt mich. Sei nicht so komisch. Ich bin gar nicht komisch. Du bist komisch. Es wäre aber ein äußerst umständlicher Weg. Hör mal, was auch immer Großvater von dir verlangt, denk dran. Das ist deine Chance, dich zu beweisen. Davon träumen manche von uns. Oh, ja, ich werde mich anstrengen. Bis später. Ja, ich verstehe. Ja. Ja, siehst du, wie ich nicke und sage, ja, ich verstehe. Ja. Ja, ist gut. Ja. Siehst du, du lässt mich einfach nicht zu Wort kommen. Nein, Hugin. Ey, ich muss mir nicht die Ohren waschen. Du musst aufhören zu krächzen und die Antwort akzeptieren, von der du weißt, dass sie kommt. Ich habe es mir nur angesehen. Das alte Ding, das habe ich seit... Ach, wer weiß das schon. Hast du einen Namen? Ingrid. Wirklich? Ja, warum nicht? Nimm es, wenn es dir so gefällt. Im Ernst? Sieh es als kleinen Bonus an. Danke. Ich meine, im Ernst. Und die sagen, ich bin der Böse. Na los, gehen wir. Gern geschehen. Alle schätzen mich falsch ein. Glaubst du, Krieg sei mein Antrieb? Oder Macht? Reichtum? Nein, nichts davon. Weißt du, was mich antreibt? Was ich wirklich will? Ich will antworten. Genau wie du. Die Sterblichen haben es leicht. Wenn sie vor den großen Fragen des Lebens stehen, wenden sie sich an uns, um ihnen Sinn zu geben. Göttlichen Trost. Wir beide wissen, das ist reine Täuschung. Aber wenn wir Fragen haben, warum sind wir hier? Um den Sterblichen Sinn zu geben, während wir selbst ohne leben? Nein, wir sind mehr als das. Und ich habe den Beweis dafür entdeckt. Was ist das? Was mich antreibt. Du spürst es, oder? Ich fühle... Wissen. Wahrheit. Jede Wahrheit. Alle Antworten. Wir könnten erfahren, warum wir hier sind, lernen, unser Schicksal zu ändern. Und Ragnarök aufhalten, vielleicht. Die retten, die wir lieben. Wie? Ich war ein junger Gott, als ich es fand. Ich habe es viele Lebensalter studiert, folgte jeder Spur, selbst den Aussichtslosen. Und fand schließlich, nach langer Suche, dies hier. Siehst du es? Dieselbe mystische Energie. Da ist ein Spalt. Können wir da hineinsehen? Davon würde ich abraten. Oh, wofür ist die kaputte Maske? Erkennst du eine der Schriften darauf? Die sind nicht aus den neuen Welten. Schwelend. Obsidianie, Spether. Aus schwelender Erde und Obsidianfunken. Und einem Feld an nie geschlagenen Schlachten. Bist du sicher?
das ein Hinweis ist, verstehe ich ihn. Und er wäre? Arbeite weiter mit mir und find's raus. Du musst niemanden umbringen. Du musst nicht deinen Vater verraten. Oder dich selbst. Komm schon, ich weiß, was du gefühlt hast. Die Antworten sind da drin. Warten auf uns. Du hast dies hier übersetzt, als wäre das ein Kinderspiel. Wenn ich dir helfe, was dann? Thor! Komm mal her! Allvater. Lass das sein! Finde raus, wo das herkommt. Nimm es. Und diesen schleichenden Fleischberg. Und schau, wo es dich hinführt. Ich kann nichts versprechen. Unsinn. Viel Erfolg. Und du? Sei nachsichtig mit ihm, verstanden? Muspelheim? Der Rest der Maske ist hier? Wer hat der Allvater uns hingebracht? Was meinst du? Also nimm das und mach deine Arbeit. Also, wohin gehen wir? Verdammt, woher soll ich das wissen? Der Allvater glaubt, du weißt, was du tust. Also tu es. Seltsam. Tja, wir müssen wohl durch den Felsen. Was hätte ich gemacht? Mit diesen Armen? Mal sehen, was Loki in der glänzenden Zahnstocher ausrichtet. Ein bisschen langsam, was? Du könntest helfen. Wow, Ingrid, nicht schlecht. Zu einfach. Und wohin sollen wir jetzt gehen? Ich sehe noch. Da oben. Wir könnten da einen Vorsprung erreichen. Wenn wir... Zu langsam. Hey! Du kannst nicht Leute so schnappen. Na, was soll ich denn sonst tun? Dich werfen? Bleibst noch jung. Übernimmst du. Da oben sind Dinger, die uns mit Feuer beschießen. Nimm uns endlich deinen Bogen. Benutze die Pfeile. Ziel auf die Gegner über uns. Scalver! Weißt du, ich habe von deinem Vater das Blutgeld bekommen für das, was mit meinen Söhnen geschehen ist. Aber noch nicht. Was meinst du? Später. Lass mir den Allvater nicht warten, da du ihn erwähnst. Die Maske. Ja. Wir müssen durch diese Felsen. Hey, kannst du... Du
Ja, genau. Stell dir mal vor, was der mit Knochen anstellt. Du willst über Blutgeld reden? Was ist mit den Riesen, die du getötet hast? Sie waren meine Familie. Sie waren auch deine Leute. Sie waren eine Schande für die Welt. Und ich habe jedes einzelne ihrer Opfer genossen. Na gut, wechseln wir das Thema. Also, das letzte Mal haben Vater und ich ja alle von Zutrittsprüfungen gemeistert. Könntest du... Legst mich nicht rein. Hör zu. Modi hatte ein paar Probleme, aber er war mein Sohn. Und der einzige Grund, dass du noch atmest, ist dieses zerbrochene Stück Holz. Hey, keiner von uns kann diese Mission alleine bestreiten. Und ich möchte den Allvater genauso beeindrucken wie du. Du brauchst mich nicht zu mögen, aber wir müssen einander vertrauen. Bloß ein wenig. Vertrauen. Das kann nicht stimmen. Die Maske zieht hier entlang. Wir müssen irgendwie nach unten. In Ordnung. Ich wollte dich übrigens nicht reinlegen. Die Prüfungen machen Spaß. Hast du nie Spaß? Du bist so anders als deine Tochter. Sie schien... Sieh dir das an. Wann immer du bereit bist. Thor, was zum... Moment, Suturs Schrein. Du bist da drüben nicht gestorben, oder? Nein, aber ich dachte... Tja, das ist dein Problem. Die Prüfungen sind hinter der Klippe. Das wäre doch was für dich und Fluch. Erst kümmern wir uns um die hier. Ja, los, ja, Torb. Genau. Versucht es nur. Schon müde? Nicht im Geringsten. Ein Oger. Hast du Angst? Nicht im Geringsten. Noch ein Ogre? Na gut, vielleicht ein bisschen Angst.
Wie wär's mit etwas Hilfe? Da wir wenig Zeit haben, will ich mal so nett sein. Wir Astro! Er war Issa! Der Allvater hat hunderte Winter gewartet. Was macht ein bisschen länger aus? Es macht Spaß. Na schön. Du bleibst genau hier. Jawohl. Das sollte ihn ein Weilchen beschäftigen. Hoffentlich. Also, die Maske will, dass wir da hingehen. Aber gehen wir zuerst zum Schrein. Wir finden das andere Teil, wenn Thor zurück ist. Hey, Ingrid. Hast du den Argen? Ich weiß, ich kann ihnen nicht trauen. Sie müssen nur mir trauen, aber das wird nur geschehen, wenn sie glauben, dass ich ihnen traue. Ja. Mein Vater und ich waren bei unserem letzten Besuch in Muspelheim hier. Scheint ewig her zu sein. Das ist der Schrein. Könnt ihr nicht gegen Thor kämpfen oder so? Gaulwart! Onkel Boda? Weißt du, für jemanden, der als Krieger ausgebildet wurde, erschrickst du ziemlich leicht. Ich bin nicht. Was machst du hier? Darf ein Mädchen nicht mehr einen Schrein besuchen? Du bist wegen Suturs Murmel hier. Wirklich? Du suchst also nach weiteren Riesenmurmeln? Du weißt, wie das aussieht. Wie die Lebensgeschichte von einem der unseren? Oder vielleicht wie ein Vorratsschrank? Nein, als würde man dem Schicksal trotzen. Die Frage ist, was machst du hier? Mein Schicksal neu schreiben. Hast du das von Odin? Nein, also ja, aber nicht. Ich arbeite nicht mit ihm. Ich würde ihm nie etwas über den Eisenwald sagen, falls du davor Angst hast. Und ganz sicher diene ich ihm nicht. Worte der Prophezeiung, nicht meine. Ich muss eine Murmel finden. Du kannst helfen, wenn du willst. Gut. Aber willst du wirklich so die Regeln brechen? Es gibt keine Prophezeiung, in der du Murmeln sammelst. Das Ende steht für uns noch nicht fest, oder? Komm schon, streite. Ja.
Hallo auch. Ein fühlendes Schwert. Noch eine Murmel. Von Sutra. Aber ohne Seele darin. Er ist also noch irgendwo da draußen. Vor einer Weile hast du erzählt, wie die Riesen weggingen. Denkst du noch an sie? Die ganze Zeit. Sie sind weit weg von hier. Weit weg von Odin und Thor. Ich frage mich, in welche Länder sie gegangen sind. Welche Meere sie durchquert haben. Warum? Ich will sie finden. Ich rette meinen Vater und dann finde ich sie. Es beginnt. Wer ist das? Nicht Sutra, so viel ist sicher. Sieh dir den ganzen Frost an. Shinmara. Ich glaube, ich habe noch nie von ihr gehört. Und da kommt Sutra. Wow, das muss ein Kampf gewesen sein. Ja, bis er aufhörte. Sie haben aufgehört? Oh, nein, sieh mal. Sie haben gemeinsam gekämpft. Sie sind sogar Freunde geworden. Gute Freunde. Sind die... Ja, sieht ganz so aus. Oh, tja, das ist gut für sie. Aber offenbar hat sie ihre, Liebe zu einer Art riesigen Kreatur verschmolzen. Ragnarök. Und dann... Zerstört Ragnarök Asgard. Ja, das habe ich in Groas Schrein gesehen. Tja, das war... interessant. Oh hey, weißt du noch die Schlange, in die wir die Seele gesteckt haben? Ist schwer zu vergessen. Ich habe sie gesehen. Sie wird größer. Also schneller als normalerweise. Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Ich bleib hier. Ich will nicht, dass dein Freund einen Riesen trifft, den er übersehen hat. Natürlich, aber sei vorsichtig. Bitte. Du auch, Loki. Hey, Ingrid. Ob Thor tot ist? Hilfst du mir hier unten? Hätte nicht gedacht, dass du nach all den Prüfungen meine Hilfe brauchst. Oder hast du bloß deinem Vater zugesehen? Hey, warum dauert das so lang? Glaubst nicht, welche Massen ich von diesen Dingern erledigt habe. Einfach wundervoll. Ich glaube, du hast recht. Thrud wird doch begeistert. Sie würde sich zumindest besser schlagen als du. Yeah!
hättest du jederzeit tun können. Du schienst mir doch ganz gut klarzukommen. Ich habe dir vertraut. Und wohin jetzt? Wir müssen wohl durch dieses Tor. Ach ja? Ich musste ja was machen, während du gekämpft hast. Sieh trotzdem nochmal nach. Sicher. Durch das Tor, wie ich sagte. Tor? Na, ist das nicht beeindruckend? Wie ein echter Gott. Du bist ein Gott. Verdammt richtig. Und ich auch. Hier ist es. Das ist die Stelle. Und wo ist es? In der Lava? Ich weiß nicht. Oh! Oh! Nein! Ah, verdammt! Kleiner Tim, deine Hand in Lava zu stecken, fühlt sich nie besonders gut an. Ich hab nicht nachgedacht. Gut. Es ist auch besser. Na gut, verschwinden wir. Oh. Loki, versuch nicht nochmal, mich reinzulegen. Du bist ganz in Ordnung, aber trotzdem ein Riese. Ich werde auch dich mit Freuden töten. Was hast du getan? Loki. Der Riss wurde heller. Sieh, das ist es. Hier, einer dieser Sätze ist vollständig. Man kann alles lesen. Kannst du es übersetzen? Noch nicht. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, wenn wir den Rest davon finden, können wir damit da reinschauen, ohne, ein Auge zu verlieren oder so. Wir sind ein gutes Team, oder? Oder? Wir sind ein echt gutes Team. So wie du und Baldur. Habt ihr euch auch vertragen? Thor war wirklich toll. Ich habe viel gelernt. Du hast was von ihm gelernt? Tatsächlich. Na schön. Was hast du ihn gelehrt? Gar nichts. Was könnte ich ihm schon beibringen? Ganz genau. Ah, ich hatte mich schon gefragt, wo das ist. Eigentlich hatte ich es schon geahnt. Sinneswandel? Ich bin nicht sicher, warum ich nach Asgard kam. Aber jetzt ist mir klar, ich bin kein Spion. Du musst wissen, dass du mir trauen kannst. Und wenn ich dir helfe, das zu Ende zu bringen, muss ich dir vertrauen. Vertrauen ist Arbeit, verstehe. Nimm das, kriege den Rest raus. Sofern du bleibst, meine ich. Sagst du mir, was du da drin wirklich suchst? Übersetze das hier. Und ich erzähle dir alles. Und darauf, junger Mann, kannst du vertrauen. Komm mit, Hugin. Hm.
Hey, du bist zurück. Wie war's? Hat sich Vater benommen? Ja, ich meine, besser als ich erwartet hätte, glaube ich. Das Schwert aus Großvaters Arbeitszimmer? Oh ja, ihr Name ist Ingrid. Hallo Ingrid. Wow, der Allvater muss dir wirklich vertrauen. Zum Glück hast du deinen ersten Tag überlebt. Ja, sehe ich auch so. Morgen reden wir über Walküren. Auf jeden Fall. Also, das war ein komischer Tag. Ja, genau. Gut ausgestattet. Wo fange ich an? Guten Morgen. Noch nichts Neues. Ich habe einen Plan. Oh ja? Denon. Du fandest sie einst. Kannst du das nochmal? Ja, vielleicht, aber ich verstehe nicht, sie wie uns das... Sie sind die Mäuren dieser Lande, oder nicht? Ich wüsste, was sie wissen. Sie zeigen sich nicht oft kooperativ. Solange sie sich zeigen, wo suchen wir? Midgard. Aber wenn Atreus in Asgard ist, kriegen wir ihn nicht wieder zurück ohne eine Armee. Wir sollten eine aufstellen. Ja, so ein katastrophaler Krieg verbessert doch jede Situation. Der Junge scheint recht fähig. Vielleicht braucht er nur noch etwas Zeit. Du bist hieran nicht unschuldig. Du hast seine Torheiten unterstützt. Seine Verwirrung. Ich suche keinen Krieg. Aber wenn Odin meinen Sohn entführt hat, dann wird mir jedes Mittel recht sein. Dein Wesen war nie ein Geheimnis, Kratos. Aber du, Freya. Krieg als beste Lösung? Das ist nicht die alte Freya. Ich hoffe, die Nornen geben dir den gewünschten Rat. Meiner ist hier wohl nicht mehr von Nutzen. Tyr, warte. Wir dürfen uns jetzt nicht noch mehr entzweien lassen. Komm, setz dich, bitte. Du warst sehr still. Ganz ehrlich, ich bin überrascht, dass gerade du das Schicksal befragst. Aber... deine Instinkte haben uns noch nie enttäuscht. Finden wir die Nornen.
Wer bin ich, dass ich ihm Rat erteile? Ich wollte dem Jungen nur helfen, Antworten zu finden. Und habe versagt. Welche Rolle spiele ich jetzt? Das hast du schon gemacht. Deshalb hat Odin dich doch überhaupt erst angesperrt. Er hat Angst vor dir. Das bezweifle ich stark. Das ist die Wahrheit. Und nicht nur wegen der Prophezeiung. Niemand hat die Welten Jesu vereint, wie du da bist. Aber dieser Tier bin ich nicht mehr. Ich weiß, dass du... Ich habe mich auch schon mal verloren. Mehr als einmal. Aber glaub mir, es gibt noch mehr. Stimmung. Die Bestimmung ist der Weg, der dich zu dir selbst führt. Du willst also, dass ich mein Schicksal annehme, deine Armee in den Krieg führe, deine Rache ausübe. Wenn die Gerechtigkeit nicht deine Bestimmung ist, dann finde eine andere, um deiner selbst willen. Warte mal, ich hab was für dich. Sindri! Ich komme! Bevor du in die Dämmerung verschwindest, dachte ich, du hättest vielleicht gerne das hier zurück. Na, freu dich nur nicht zu überschwänglich darüber, aber gern geschehen. Ich habe jetzt alles zusammen, um die Nornen zu finden. Gehen wir? Nidhaugr. Ich vermute, wir sollten mit einigen Konsequenzen rechnen. Eichhörnchen. Ah, Meister Kratos, ich bitte um Entschuldigung. Frau Nidhaugrs Verschwinden belastet mich wirklich zutiefst. Ist eine Freundin von dir? Weniger eine Freundin als eine weitere langjährige Bewohnerin des Baums. Sie war sogar vor mir hier und das ist schon wirklich Ewigkeiten her. Allein der Gedanke, dass etwas sie von ihren Babys fernhält. Furchtbar. Einfach furchtbar. Atreus ist ganz sicher nicht mehr in Midgard. Ich war gerade dort und fand keine Spur. Wenn Odin ihn eingeladen hat, hat er einen Weg bereitgestellt. Nein, das ist nicht die einzige Erklärung. Sag mir, wo wir diese Nornen finden. Ich habe einige ihrer Fäden beim gefrorenen See entdeckt und habe einen für die Zauberei eingesteckt. Aber wir können ihn auch nutzen, um sie zu finden. Aber denk daran, sie wollen wirklich nicht gefunden werden. So wird es zur Abwechslung wenigstens mal schwierig. Wir sollten mit deinem Schlitten zum See fahren. Midgard, wie ich den eisigen Wind und die ständigen Räuberangriffe vermisst habe. Sie glauben, dass Kratos für Fimbulwinter verantwortlich ist und dass sein Tod ihm ein Ende setzt. Wie kommen Sie auf so eine Idee? Durch mich natürlich. Natürlich. Hierher. Aus! Sie ist deine Freundin. Jetzt. Besser, wenn du das machst. Sobald die Wölfe die Fährte der Nornen haben, müssen wir ihnen nur noch folgen. Ich öffne das Gatter. Seid still. Ihr Fell ist verfilzt. Wann hast du sie zuletzt gekämmt? Das sind Wölfe. Und verfilztes Fell führt zu Krankheiten. Kümmere dich um sie und sie kümmern sich um dich.
Also, was genau willst du die Nornen fragen? Wie ich meinen Sohn finden kann. Nichts weiter. Du glaubst nicht, man könnte so das ganze Prophezeiungschaos auflösen? Eine zweite Meinung zu deinem angeblichen Ableben erhalten? Ich wusste nicht, dass du eine Todesprophezeiung hast. Als Atreus und ich Jötunheim erreichten, fanden wir ein verstecktes Wandbild. Die Riesen. Ich selbst. Unsere gesamte Reise vor langer Zeit vorausgesehen. Wen wir treffen, gegen wen wir kämpfen würden. Alles, wie es geschehen ist. Aber du bist nicht tot. Das Bild war aus einer Zeit, die noch kommt. Verstehe. Ich dachte nicht, dass du den Tod fürchtest. Darum geht es gar nicht, oder? Nein. Der Tod kann mich haben, wenn er mich verdient. Dann ist es vielleicht nicht die Zukunft, die dich beunruhigt. Faye hat dich auf deine Reise geschickt und dafür gesorgt, dass du am Ende dieses Bild siehst. Und du weißt immer noch nicht, warum. Ich möchte darüber nicht weiter reden. Jetzt, wo wir auf dem See sind, wie finden wir die Nornen? Beobachte die Wölfe genau. Siehst du, wie ihre Köpfe den Weg weisen? Der See der Neuen hat definitiv schon bessere Tage gesehen. Die Räuber haben es sich hier gemütlich gemacht. Ich glaube nicht, dass ich seit unserem Kampf gegen Sigrun wieder hier war. Sie spricht mit Achtung von diesem Kampf. Du weißt davon. Sie hat mir alles erzählt, als sie mich fand. Sie sah in dir einen Verbündeten, lange bevor ich daran glaubte. Die Walkürenkönigin, eine Verbündete. Ich bin die Walkürenkönigin, woran Sigrun mich hartnäckig erinnert. Ich hätte mir denken können, dass Sigrun dir geholfen hat. Sie ist so loyal und weise und klug und groß. Moment. Die Wölfe sind abgelenkt. Räuber, links! Sei auf der Hut, Kratos! Achtung, Feuer! Gegner, linke Seite! Hinter dir, Bruder! Ich glaube, das waren alle. Das waren Koalräuber. Berüchtigt für... Das Verspeisen von Wölfen. Atreus und ich holten unsere aus solch einem Lager. Das war gütig von euch. Die Koalräuber sind eine Plage für dieses Land. Sie brauchen seine Geschöpfe. Vielleicht sollten wir etwas gegen sie unternehmen. Vielleicht. Deine... Wenn die Nornen die Zukunft kennen, werden sie damit rechnen, dass wir etwas später kommen.
Mimir, so wie du immer noch von Sigrun sprichst. Es braucht keine Liebesgöttin, um dich zu verstehen. Der Schicksalsfaden, den wir folgen. Ist nicht das Leben von jemandem, wenn du das meinst. Die Nornen markieren damit ihren Weg, wenn sie außerhalb des Brunnens sind. Die Nornen leben in einer Quelle? Nein. Der Earth-Brunnen, ihr Zuhause, ist schwer zu erklären. Er ist an keinem festen Ort. Eingänge kommen und gehen. Ein Ort, der ganz unter ihrem Einfluss steht und an dem das Nicht-Greifbare greifbar wird. Das kann warten. Sei auf der Hut. Irgendwas hier drinnen gibt ihm Kraft. Das Heft eines Schwertes. Moment! Ich kenne dieses Schwertheft. Vorsicht damit. Du weißt am besten, dass Waffen Geister mit sich tragen können. Wenn es uns nicht hilft, die Nornen zu finden, kann es warten. Ich spüre hier ihre Illusionen. Ich kann versuchen, sie zu bannen. Hier ist nichts. Eine falsche Spur. Ich fürchte ja. Wir müssen abwarten, was die Wölfe noch finden. Typischer nornischer Unfug. Sie wissen, dass wir sie suchen. Ich habe gesagt, dass sie es nicht leicht machen. Was hat das Schwertheft eines verfluchten Königs damit zu tun? Ablenkung, Zufall. Wer weiß. Sie würden wohl sagen, es war unser Schicksal, es zu finden.
Betreten des Reichs der Narnen kann ziemlich verwirrend sein. Als wäre man in seinem eigenen Kopf. Aber wenn wir zusammen reingehen, sind wir im Kopf des anderen. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Mimir, bist du den Narnen schon mal begegnet? Nicht persönlich. Freya hat recht. Sie können Besuche ziemlich gut verhindern. Odin hat es jedenfalls versucht, sagt aber nicht, was dabei rauskam. Entweder hat er aufgegeben oder er wollte vergessen, was er gesehen hat. Freya, erzählst du uns mehr darüber, als du die Narnen das letzte Mal aufgesucht hast? Ehrlich gesagt sind die Details verschwommen, wie wenn man aus einem Traum aufwacht. Ich erinnere mich vor allem daran, dass nichts das Schicksal meines Sohnes ändern konnte. Dadurch wurde ich noch entschlossener, es zu versuchen. Bruder, was ist mit deiner Geschichte? Du bist den Mäuren deiner Heimat begegnet, ja? Die Legenden, die ich über den Geist Spartas hörte, waren sicher übertrieben. Spar dir das für später auf. Komm. Such, wo du möchtest. Aber die Narnen wirst du dort nicht finden. Du glaubst also, die Erzählungen über mich sind übertrieben? Oh, nicht das schamlose Blutvergießen und der gerechte Zorn. Sondern der Teil, in dem du in der Zeit zurückgereist sein sollst, um eine verlorene Schlacht zu gewinnen. Das ist natürlich sehr unglaubwürdig. Ein Gerücht, dass Thor die Weltenschlange bei Ragnarök in die Vergangenheit prügelte, ist eine Sache. Das ist die Wahrheit. Die Schicksalsfäden umspannen alles Leben und alle Zeit. Ich glaube, die Wölfe haben uns hierher geführt. Mal sehen. Ich spüre etwas. In dieser Richtung. Was genau spürst du? Noch eine Illusion. Es kommt von dieser Wand. Die Narnen verbergen. Obna. Nichts. Noch eine Sackgasse. Falle. Mein Halsstumpf ist ganz kalt. Wenn du schnell, nutze deinen Schild. Hinter dir, pass auf! Das waren alle. Diese Suche wird nur noch gefährlicher werden. Dann suchen wir weiter. Zurück zu den Wölfen. Haben noch eine Spur aufgenommen. Immer ihren Köpfen nach. Mimir, die Legenden, die du erwähnt hast, sind wahr. Die Mäuren haben ihre Macht missbraucht. Als ich mich ihnen stellte, drohten sie, mein Leben ungeschehen zu machen.
Also habe ich sie getötet und ihre Macht gegen Zeus gewandt. Ich habe noch nie etwas Gefährlicheres und Dümmeres gehört. Diese Nornen haben keine solche Magie und auch sonst niemand in dieser Welt, den ich je gesehen habe. Ja, stell dir nur vor. Wenn es sie gäbe, würde Odin sie haben. Und wenn Odin sie hätte, wäre unser Schicksal noch mehr besiegelt, als es ohnehin schon ist. Ich würde sie nicht bitten, die Vergangenheit zu ändern, selbst wenn sie könnten. Ich möchte nur Informationen. Und das ist meiner Erfahrung nach schon gefährlich genug. Das ist der Ort. Wir müssen nach da oben kommen, hier lang. Da, kannst du uns einen Weg durch das Eis bahnen? Oh, bauen die Nornen jetzt magische Eiswände? Nein, das Wasser ist einfach gefroren. Mehr Freunde von dir. Ich habe sie nicht hergebeten. Ich weiß nicht, wie die Nornen es geschafft haben, dass alle diese Räuber sie beschützen. Nicht, dass ihnen bewusst wäre, dass sie das tun. Freya, danke für deine Hilfe. Ich weiß, du hattest andere Pläne. Je schneller wir deinen Sohn finden, desto schneller kannst du dich dem Plan widmen. Ich hoffe, wir haben Erfolg. Ich ebenfalls. Danke dir. Das ist dir sehr nett. Aber schreib mir doch eine Karte, wenn wir aus der Kälte raus sind. Hier ist es. Ah, warum sind aller guten Dinge immer drei? Hört ihr auch dieses gruselige Flüstern? Wie ein Juckreiz in meinem Verstand. Das bedeutet, wir haben ihr Reich betreten. Seid auf alles gefasst. Illusion. Projektion, vermutlich. Aber verlasst euch auf nichts. Wir wissen nicht, was für Kreaturen sie mit ihren Wächtern gemacht haben. Entzückt! Kratos, Geist Sparta's, Fluch des Olymps, Zerstörer des Schicksals, grausamer Krieger, Bringer des Krieges,
Waffe der Götter, die sich gegen seine Schöpfer wandte. Er sucht nach einer Erlösung, von der er weiß, dass er sie niemals verdienen wird. Er kann sich nicht ändern. Sind wir schon in unseren Köpfen? Der wirkte ziemlich echt. Ich sag's dir nicht gern, aber alles in deinem Kopf wird auch echt sein. Dieser Ort kommt mir fast bekannt vor, aber er ist anders, wie eine vernebelte Erinnerung. Eine recht unfreundliche Erinnerung. Diese Mäuren sollten wissen, dass mich nichts auffällt. Das scheppert jedenfalls wie echtes Hacksilber. Gewalttätig. Grausam. Klingt nicht anders als dieses Land. Es war wärmer. Es gibt wohl einen kleinen Trost bei dieser Tortur. Zumindest werden wir uns nicht vorstellen müssen.
Schreib das nicht deinem Ruf zu, Mimir. Sie sehen das ganze Leben eines jeden, der sich nähert. Was ist das? Ein Phantom! Böse Magie! Ziel auf den Runenkern! Verflucht! Seht euch das Ding an! Läufer! Du hast dir eine Chance verschafft, vergeude sie nicht! Aus uns allen entweicht, muss irgendwo landen. Hier entlang. Die Normen sind irgendwo in dieser Höhle da vorne. Da sind wieder diese juckenden Stimmen. Sonst lasse ich mir gerne von Damen ins Ohr flüstern, aber das ist wirklich unangenehm. Wusstest du schon, dass du plapperst, wenn du Angst hast? Angst? Nur zu deiner Information, ich bin allerhöchstens äußerst besorgt. Und Anspannung mit Humor zu vertreiben, ist die heilige Pflicht eines Reisegefährten. Was fällt dir nur ein? Plappern. Hör mir zu, bitte. Halt! Warum hast du ihn hergebracht? Ihr seid ja nicht willkommen. Warte! Baldur, komm zurück! Sprich mit mir! Das ist alles dein Herr! Ich bin diese ständige Einrichtung. Was du mir angetan hast!
selbstsüchtige Hexe! Du lässt ihn tun. Niemand tut meinem Jungen etwas. Außer mir. Nein! Freya! Ich bin hier! Hol mich zurück! Das gefällt mir nicht! Mimir! Siglun? Bruder, Augenblick! Warum hast du dich nie von Odin losgesagt? Aber das habe ich doch! Ich habe alles versucht, um ihn aufzuhalten! Lüg mich nicht an! Du hast Odin vom ersten Tag an gedient, bis zu dem kam, als er dich in den Baum steckte! Du wolltest seine Gunst! Du hast seine Wege geplant! Du hast zugesehen, wie er alles und jeden schlecht behandelt hat! Und das hat dich nie im geringsten gekümmert! Bis er sich gegen dich machte! Ich weiß, Siglun, das ist alles wahr! Aber aus Liebe zu dir wurde ich ein besserer Mensch! Ein Verfechter des Friedens! Leiste allen jenen Beistand, die... Hast du Freya in ihrem Leid Beistand geleistet? Nein, du suchst dich immer auf die Seite der mächtigen Männer, die sie benutzen! Und auch jetzt, du siehst einen gewalttätigen Gott im... Du hast Odin vom ersten Tag an gedient, bis zu dem Tag, als er dir in den Baum steckte! Du warst seine Gunst! Du hast seine Regel geplant! Du hast zugesehen, wie er alles und jeden schlecht behandelt hat! Und das hat dich nie im Meeringsten gekümmert! Bis er sich gegen dich wandte! Ich weiß, Siglun, das ist alles wahr! Aber aus Liebe zu dir wurde ich ein besserer Mensch! Ein Verfechter des Friedens! Leiste allen jenen Beistand, die... Hast du Freya in ihrem Leid Beistand geleistet? Skadi, Groa, Titanium? Nein, du musst dich immer auf die Seite der mächtigen Männer, die sie benutzen! Pass gut auf! Da sind noch mehr! Und auch du suchst einen gewalttätigen Gott im Morgen! Und musst ihm einfach helfen und sein Bruder sein! So war du schon immer! So bist du noch! Und so wirst du immer! Das ist nicht sie. Nein, natürlich nicht. Du musstest das tun. Hey, der Baum! Er zieht sich rein! Mimir! Vater, hilf mir! Ein Monster! Atreus, ich komme! Warum hast du deinem Sohn nicht vertraut? Er darf es nicht Atreus! Warum betrachtest du ihn nicht so, wie er betrachtet werden will? Er hat seine Familie ermordet! Atreus, ich bin hier! Alvater, hilf mir! Er ist ein Monster! Ich
glaube, es ist vorbei. Haben wir die Prüfung bestanden? Hat sich nicht wie ein Erfolg angefühlt. Wie ich sehe, ist die Tür verschwunden. Oder es gab sie nie. Sie spielen noch mit uns. Was ist das? Ein Kelpie. Die sieht man hierzulande nicht oft. Sie gehört zu ihm. Bringt sie uns zu ihm. Ich frage sie. Höflich. Ganz ruhig, mein Mädchen. Genau. Gut so. Willst du erzählen, was die Nornen dir gezeigt haben? Nein. Steig auf. Braves Mädchen. Schöne Geschöpfe, aber ihrem Ruf zufolge launisch. In meiner Heimat hielt man Kinder von den Lochs fern, indem man ihnen sagte, ein Kelpie würde sie ertränken. Natürlich würde kein Kelpie, das ich kenne, sowas je tun, außer man beleidigt es. Es läuft auf dem Wasser. Ja. Gab es in Griechenland denn keine mythischen Wasserpferde? Es gab die Hippokampen. Sie dienten dem Meeresgott. Ich bekämpfte eine auf einer Titanin. Das ist wohl nicht ihr Lieblingsthema. Wir sind da. Das Versteck der Nornen. Ich wusste, wir schaffen es. Kratos, Freya und Mimirs Kopf betreten das Heim der Nornen mit Zögern. Endlich haben sie ihr Ziel erreicht. Kratos spricht zuerst. Ich suche meinen Sohn. Du weißt, dass er in Asgard ist. Nein, du suchst, wonach uns alle ersuchen. Den Ausgang deiner Geschichte. Der Geist Spartas runzelt bedrohlich die Stirn. Er unterdrückt ein Schnauben. Oh, er versagt. Ihr kommt zu uns, traurige Archetypen, wollt aus eurer Rolle ausbrechen. Als könntet ihr eure Zeilen umschreiben, wenn ihr sie nur wüsstet. Sprich deutlich. Du wirst sterben, Kratos von Sparta. Aber ihr nanntet ihn Zerstörer des Schicksals. Es muss einen Weg geben, das Schicksal. Es gibt kein Schicksal, Kopf. Die Protagonisten sind sprachlos. Sie verstehen nicht. Es gibt keinen großen Plan, kein Skript. Nur eure Entscheidungen. Und die sind so vorhersehbar, dass wir allwissend erscheinen. Als mein Sohn geboren wurde, sei still! Habt ihr ihm einen unnötigen Tod prophezeit? Und so kam es. Weil du ihn nicht gehen lassen konntest. Weil er auf Rache aus war. Und weil du Götter tötest. Aber Kratos hat nicht aus Hass gehandelt. Soll ich ihm also eine Krone geben? Er tötet weiter Götter, aber jetzt macht es ihn traurig? Ihr seid nur die Summe eurer Entscheidungen, nichts mehr. Und da sich deine nie ändern werden, wirst du erfahren, dass Heimdall deinen Sohn in Asgard töten will und tun, was du am besten kannst. Und dann, Ragnarök. Der Himmel brennt, der Vorhang fällt. Exeunt omnes. Er begreift immer noch nicht. Er versteift sich auf den zweiten Akt und vergisst den letzten. Ein sehr häufiger Fehler in Geschichten. Wir gehen! Gehen.
Er stapft davon, dicht gefolgt von Freya. Ich mag deine Geschichte, Kratos. Schade, dass sie so bald endet. Tja, das war interessant. Verschwinden wir hier. Sehr gerne. Schon besser. Ich spüre, dass alles schon wieder normaler wird. Moment. Dieser Baum. Na, was sagt man dazu? Was ist das? Das ist die Schlinge, an der sich Odin in seinem endlosen Wahn selbst erhängt hat, um die Geheimnisse von Leben und Tod und was weiß ich noch zu ergründen. Was tust du? Sie ist ein besonderes Objekt und wichtig für Odin. Vielleicht finde ich Verwendung dafür. Also, was sie über den Jungen sagt... Wird nicht passieren. Keine Frage. Es wird nicht passieren. Wir verhindern es. Natürlich verhindern wir es. Die Frage ist nur, wie? Du hast doch nicht ernsthaft vor, Heimdall zu töten, oder? Ich tue, was nötig ist. Oh, ist das alles? Du solltest ihn nicht umstimmen, Mimir. Du kennst Heimdall. Zugegeben, er ist ein durchtriebener kleiner Scheißer. Und so loyal, dass Odin ihm das Jötlarhorn gab. Falls wir ihn vor Ragnarok aus dem Weg räumen können, sollten wir nicht zögern. Allein in Anbetracht seiner prophetischen Kräfte ist das schon ein ziemlich großes Falls. Mal angenommen, wir wollten ein Attentat planen und ich zumindest bin in der Hinsicht etwas eingerostet. Wir wissen nicht, wie wir Heimdall erreichen sollen oder wie wir ihn töten, wenn es soweit ist. Ich habe schon größere Götter getötet. Das bezweifle ich nicht, aber darum geht es jetzt nicht. Kratos, ich sehe etwas. Wir sollten die Worte der Norm bedenken. Wir alle haben unsere Neigungen und du neigst dazu, dich blind in Gefahr zu stürzen, um deine Lieben zu beschützen. Daran werde ich nichts ändern. Daran nicht. Warum solltest du? Ich neige offenbar dazu, die zu töten. Freya. Ich brauche keinen Trost von dir. Von keinem. Ihre Anschuldigung war grausam. Keiner von uns glaubt. Die Wahrheit kann grausam sein. Wollt ihr dem auch widersprechen? Nein, aber Baldurs Schicksal hatte viele Ursachen, darunter die Prophezeiung. Wie meinst du das? In meiner Heimat gibt es Geschichten über Prophezeiungen, die sich durch den Versuch, sie abzuwenden, erfüllt haben. So war es, als Freya Baldur schützen wollte. Und so war es, als ich meinen Sohn beschuldigte, nach Asgard zu gehen. Dann sind wir uns einig. Es wäre dumm, Heimdall. Nein. Wenn Heimdall sterben muss, damit Atreus lebt, dann muss Heimdall sterben. Wie kannst du das sagen, nach allem, was du weißt? Wenn Heimdall eine Gefahr für meinen Sohn ist, muss ich handeln. Es ist mein... Deine Natur. Gut gemacht, Norn. Huh.
ein Tor. Wir kehren heim und planen alles Weitere. Ja. Bevor du jetzt irgendetwas überstürzt, solltest du vielleicht etwas Dampf ablassen. Ich bin sicher, da war noch was, auf das wir zurückkommen wollen. So kann dein Verstand in Ruhe alles verarbeiten. Ich nehme an, hier beim See gibt es noch etwas zu tun. Aber ich wäre auch froh, mal woanders als in Midgard zu sein. Es ist deine Entscheidung. An denen arbeite ich immer gerne. Deine Gegner sterben schmerzlos. Fast. Irgendwas für Freya? Kratos? Was darf ich fertigen? Ich reinige mein Werkzeug. Und für die Walkürenkönigin? Was darf's sein?